Moin Moin, schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und bei mir reinschaut. Heute habe ich so einen kleinen Deko-Basteltipp für euch. Und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie ich mir meine Deko-Osterkörbe gebastelt habe. Ich habe die mal schon so ein bisschen dekoriert, einmal mit so ein paar Eiern drin und ich hatte hier noch so eine schöne Deko-Henne. Diese Deko habe ich jetzt eigentlich für draußen gemacht, die sollte auf dem Terrassentisch. Aber bei uns stürmt das momentan so tüchtig und es kommen Hagelschauer. Da hat das also keinen Sinn, dass ich die jetzt schon rausstelle. Also werde ich die erstmal noch ein bisschen drin behalten. So, nun möchte ich auch gar nicht lange schnacken, sondern euch zeigen, wie ihr ganz einfach diese tollen Dekokörbe nachbasteln könnt. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für meinen Dekokorb brauche ich einmal Hasendraht. Dann habe ich hier ganz normales Wickeldraht. Dann habe ich hier so einen Kneiper, wo ich auch Draht mitschneiden kann. Ganz wichtig sind Handschuhe. Und dann habe ich mir so Zweige gesucht. Nach dem Sturm sind viele Äste abgebrochen. Hier jetzt noch von der Weide und so ein paar noch von der Birke. Und als Hilfsmittel für die Form habe ich hier so eine alte Schüssel. Als erstes muss ich mir meinen Hasendraht hier zurechtschneiden. Dafür habe ich jetzt schon meine Schüssel, die ich als Form nehme, mir hier unten hingelegt. Leg mir meinen Draht da so ein bisschen drum und dann kann ich den erstmal schon so grob ausschneiden. Jetzt kann ich mir den Draht hier zurechtbiegen, das heißt, ich drücke den richtig kräftig hier runter und ab und zu mache ich dann auch, dann falte ich das einmal so und drücke das, dass ich hier die Rundung bekomme. Und hier sind ja noch die Überstände von dem Draht. Die drehe ich so ein bisschen ein und drücke die auch hier so fest an der Kante, dass ich einen schönen Abschluss habe. Jetzt kann ich meinen Draht hier hochheben und habe meine Grundform. Die Schüssel stelle ich zur Seite, die brauche ich nicht mehr. Und jetzt habe ich mir hier schon mal von meinem Wickeldraht ein so ein kleines Stückchen abgeschnitten. Ich habe mir das Stückchen Draht hier oben schon so ein bisschen dran geheftet. Dann kann ich das besser festhalten. Jetzt nehme ich mir in diesem Fall die Weide und wickel das jetzt um meinen Draht. Das heißt, ich fädel das hier einfach so einmal ein und ziehe das dann. Und das mache ich jetzt rundum. Ich mache das einmal hier jetzt ein paar Mal, dann kann man das, glaube ich, besser schon sehen. Ihr seht, ich flechte das einfach hier nur einmal so rum. Und das mache ich jetzt erstmal mit diesem Stückchen fertig. Das erste Stückchen habe ich schon drauf. Ich zeige euch das mal. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, dass ich das wirklich hier unten nur einmal so durchgeflochten habe. Und die Weide kann man ja wirklich gut biegen. Und jetzt nehme ich das zweite Stück. Das setze ich dann einfach hier an und fange wieder an, meinen Draht darum zu wickeln. Ich zeige euch das nochmal. Ich habe hier zwei so lange Zweige gehabt und die hier einmal so umzugemacht. Dann habe ich schon mal diese Grundstabilität und jetzt nehme ich mir meine Birkenzweige. Die sind ja so ein bisschen feiner und die kommen jetzt zum Schluss hier rundum. Das sieht dann natürlich auch viel schöner aus. Dann nehme ich mir wieder meinen Draht hier und flechte das genauso wie die ersten Zweige auch. Einmal hier so rum. Ich halte es jetzt mal und dann seht ihr, dann hat das natürlich schon eine ganz andere Optik. Wenn ich das erste Stückchen fest habe, kann ich mir den nächsten Bund nehmen, lege den hier mit dabei, halte das dann mit der Hand hier fest und kann das dann auch wieder mit festweben hier. So rum, so dass das immer ein bisschen weiter wächst, dass ich natürlich auch am anderen Ende hier unten wieder ankomme. Das letzte Ende vom Draht drehe ich auch einfach hier so rum und drücke das so fest und klemme das einmal ein. Jetzt ist mein Dekokorb eigentlich schon fertig. Ich habe jetzt meinen Rand nicht ganz so dick gemacht, weil mir das eigentlich so ganz gut gefällt. Ich zeige euch das nochmal so ein bisschen aus der Nähe. Ich habe hier auch noch einen großen Korb gemacht und da hatte ich jetzt noch einen Ast gefunden, den ich als Henkel benutzen konnte. Und den Henkel habe ich jetzt auch einfach hier mit Draht einmal so ein bisschen festgemacht und jetzt werde ich meine Körbe erstmal dekorieren. Der kleine Osterkorb ist hier schon fertig. Da habe ich jetzt einfach nur Moos reingetan und so ein paar Eier reingelegt. Der große Korb ist noch nicht ganz fertig, aber ich habe mir mal schon meine Henne rausgesucht und die werde ich dann auch noch schön so in Szene setzen in dem Korb.
Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit einfachen Mitteln noch so alles basteln kann. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Zementwolke.